Tretet ein, Altair. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Masht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Käuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen? Die Regenten der Städte? Sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akkon, bekannt als Sibrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt, der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Wovor rennt er denn fallen lassen, so zu rennen? Wovor flieht er nur? Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Warum würde jemand so etwas tun?
Was tut dieser Narr denn? Und dafür müssen sie zahlen. Ich brauche Narren. Wo immer sie bleiben. Hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Er wird sich noch verletzen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ein Kreuzzug für was? Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Versteht es nicht. Bitte, ich habe nicht paar Goldstücke. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Bitte. Eine kleine Spende. Und ich bin arm. Was tut dieser Mann? Verlass die Stadt. Meine Familie. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Geht schnell! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was getan werden muss, verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Bitte, so tut doch etwas! Alter, ihr, hier, nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Ihr seid ja nicht erwünscht. Also ist das so ein Hakir. Sagt doch, ihr denkt, dass er selbst ein Johannes zum Sonnen. Was so ein Hakir. Sagt doch, ihr denkt. Wir müssen widerstehen! Wir müssen zurückschlagen! Gepriesen sei Salah al-Din! Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen!
werde. Auf das Meer und den Sieg schenkt. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Sattva einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reisen, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Also ist ein Mörder in der Nähe. Er wird sich noch verletzen. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren.